wir stehen an dieser Schwelle des Erwachens, weil wir ja, wie gesagt, jetzt in einer Raumzeitqualität uns befinden, die das auch mit unterstützt. Setzt aber voraus, dass wir die ganzen Altlasten, die wir alle in uns tragen, wir haben alle karmische Altlasten, sogenannte ja, transgenerationale Traumamuster, dass wir die jetzt auflösen, damit wir diesen ganzen Dreck und Scheiß nicht in die nächste Generation wiederbringen. Und dann kommen wir aus der Nummer raus. Das setzt aber eben voraus, dass wir mit Kindern völlig anders umgehen, dass wir Wissen haben über Bindungspsychologie, dass wir aufhören, die Kinder frühzeitig in fremde Obhut zu geben, gerade in der Phase, wo sie gerade dabei sind, sich in dieser Welt überhaupt zurechtzufinden, dass wenn sie sozusagen ständig zu anderen Bezugspersonen bringt. Mhm. Ja, das ist nicht gut. Das entwurzelt nämlich, sondern dass wir für unsere Kinder da sind. Dass wir als Männer, sage ich mal, wenn wir vorhaben, eine Familie zu gründen, dafür sorgen, dass wir im Vorfeld finanziell so gut aufgestellt sind, dass wir Zeit haben, weil Zeit ist die wichtigste Währung im Leben. Und die Frage, mit wem verbringe ich diese Zeit und was mache ich in dieser Zeit? Und wenn du dieses Verständnis für einen Stammmensch hast, dann wirst du mit deinen Kindern deine Zeit verbringen wollen. Und es ist auch gut für die Kinder. Das ist die beste Investition, die du machen kannst an der Stelle. Und dafür muss man sich, sage ich mal, den Weg auch freischaufen, dass du die Zeit hast, dass du also in der Möglichkeit, die wir heute haben, dass du, sag mal, Ort und Zeit unabhängig auch Geld verdienen kannst oder dass du auch einfach Systeme entwickelst, damit du diese Zeit hast, damit die Systeme das Geld verdienen, damit du Zeit hast, um mit deinen Kindern Zeit zu verbringen. Und natürlich dann, dass du dein eigenes Weltbild mal kritisch hinterfragst, denn das, was du hier drin hast, gibst du ja weiter. Ja. Und das sind alles so Dinge, das ist, du siehst, es hat alles mit dir zu tun. Ja, da kann man nicht sagen, ja, großer, was weiß ich, Retter, bring uns alles hier herbei, schnipp und fertig ist die Sache. Nein. Jeder vor seiner Tür, aber bevor du vor der Tür kehrst, musst du erstmal in deinem Bewusstseinsraum aufräumen. Das ist der Punkt. Ja, das heißt also, wir müssen verstehen, wie wichtig diese ersten 7 Lebensjahre sind im Umgang mit Kindern. Dafür müssen wir erstmal das alles nachvollziehen, was ich hier so skizziere, diese Zusammenhänge, die müssen erstmal wirklich da sein, dass du erstmal sagst, wow, okay, das hätte ich ja nicht gedacht, aber das ist wichtig, ja, wir müssen uns davon lösen. Und dann einfach wirklich viel bewusster mit uns selbst und auch mit den Kindern umgehen. Und dann sehen wir auch, dass diese heutige Gesellschaft, wie wir sie haben, eigentlich nur den Großkonzernen dienlich ist. Denn das, was wir heute haben, das Bildungssystem, ist nichts anderes als eine Dressur- und Konditionierungsanstalt, die dazu dient, für das System leidenschaftslose Pflichterfüller zu produzieren, also Arbeiter und Soldaten. So haben es die ursprünglichen Industriebarone angelegt. Die haben dieses Bildungssystem, wie wir es heute haben, seit etwa 140 Jahren haben wir dieses Bildungssystem in der westlichen Welt, oder da hat es sich mehr und mehr etabliert, dient nur dazu, für das System kleine Rädchen zu produzieren, die im großen Räderwerk ihren Platz einnehmen. Das ist die Aufgabe dieses Bildungssystems. Und das macht es relativ gut. Ja. Es ist aber nicht im Sinne der Natur des Menschen. Auf keinen Fall. Das dient nur bestimmten Kreisen, die eben ein monopolistisches, kapitalistisches System etabliert haben. Sie nennen das neue Weltordnung, mit dem sie einfach sich sozusagen hier die Menschen knechten und letztendlich die Energie der Menschen zu sich lenken. Das ist der Punkt. Und wenn die Menschen das erkennen, wenn die kleinen Räderwärtchen das erkennen, wie viele sie sind und dass sie eigentlich das System am Laufen halten und dann innerlich diese Kehrtwendung machen. Sie müssen das System gar nicht bekämpfen. Sie müssen dem System nur die Energie entziehen und sie auf das Wesentliche und Wichtige lenken, was für Menschen wichtig ist. Dann geht da die Luft raus und hier baut sich was Neues auf. Und das ist der Schlüssel in dieses neue Zeitalter. Und das liegt an uns, wie schnell es kommen kann. Ja, das ist der Punkt. Es kommt nicht von alleine. Wir haben zwar, ich sag mal, Unterstützung durch die Raumzeitqualitäten, durch die Rahmenbedingungen, aber die Arbeit müssen wir trotzdem hier am Boden machen. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.